Domme steht zu ihren Funden und vor allem zu ihren gewagten Outfits. Wenn es mit den Schokofiguren nicht klappt, will sie eben als neues Werbemaskottchen der ortsansässigen Schokoladenfabrik Geld verdienen. Oh, Domme ist gut, jetzt denk ans große Geschäft, Mann. Ob Schokolade im Gesicht bei der Karriereplanung hilft? Eine Stunde später. Domme war ihrem Ziel noch nie so nah. Die Schokofabrik. Hier werden Träume wahr. Die Schokoladenfabrik. Ich kann es gar nicht glauben. Das ist der Eingang zum Paradies. Das Pfunzweib ist sich sicher. Die Welt hat auf sie als Schokomännchen gewartet. Guten Tag. Hi. Geht's hier zum Schokochef? Zum Chef? Ja. Wieso? Super. Sie können hier nicht rein, sorry. Ja, aber ich muss zum Chef. Haben Sie einen Termin? Nee, aber ich muss vorsprechen. Ohne Termin geht das nicht. Und wie sind Sie angezogen? Wir sind nicht im Karneval. Ja, ich bin die neue Werbefigur. Was soll das? Haben Sie Schokolade im Gesicht? Ja klar, ich meine, ich bin ja auch die neue Schoko-Werbefigur. Nee, tut mir leid, Sie kommen hier nicht rein. Sie warten hier, ich gehe zum Chef und ich kläre das, okay? Okay. Guten Tag. Das soll die Chefin sein. Dieser Hungerhaken sollte selbst mal lieber ein bisschen mehr von ihrer Schoki essen. Hallo, sind Sie die Chefin? Nein, ich bin nicht die Chefin. Ich bin die Pressesprecherin. Was machen Sie denn hier und in diesem Outfit? Die Pressesprecherin, das ist ja super. Genau zu Ihnen wollte ich. Also, ich will die neue Werbefigur werden. Wir haben eine Werbefigur. Ja, die ist doch lächerlich. Also bitte, gucken Sie mich doch mal an. Mir glaubt man doch wohl, dass ich für Schokolade stehe. Ich meine, hallo, ich würde Ihren Umsatz verdoppeln, verdreifachen, sogar vervierfachen. Mit mir würden Sie nur Gewinn machen. Wir hatten schon mal eine Werbefigur, die so in etwa in Ihre Richtung geht. Und die ist gar nicht gut angekommen, insbesondere wegen der Diskriminierung. Jetzt gehen Sie bitte nach Hause. Nee, also ich bleibe genau hier. Nix da. Ich lass mich hier nicht abwimmeln. Da muss ich halt wieder ein bisschen lauter werden. Mach das Schokomännchen rund. Das ist lecker und gesund. Jetzt seien Sie doch bitte ruhig. Schauen Sie, ich bin zwar nicht die Chefin, aber ich kann Ihnen mal meine Karte geben. Und wenn Sie eine wirklich gute Idee haben, eine wirklich gute Idee, die es auch noch nicht gab, dann dürfen Sie mich noch mal anrufen. Echt? Dann darf ich wiederkommen? Dürfen Sie mich kontaktieren. Dann machen wir einen Termin und dann können wir das besprechen. Na super, endlich hat jemand mein Potenzial erkannt. Jetzt kann es richtig losgehen. Es fehlt halt nur noch die zündende Idee. Am nächsten Tag. Domme grübelt. Sie braucht unbedingt eine kreative und vor allem innovative Idee, um endlich im Schokogeschäft Fuß fassen zu können. Na Domme, bist du denn sicher, dass du den Vertrag hast? Ja, natürlich bin ich mir da sicher. Aber ich muss den halt, ja, so einen ersten Entwurf bieten. Und das muss was richtig Tolles sein. Mann. Ich hätte eine Idee. Wie wär's denn mit so einem Kugelfisch, so ein aufgeblasener Kugelfisch? Das ist eine Masse an Schokolade und sieht doch irgendwie toll aus. Doch kein Kugelfisch. Das muss was richtig Großes sein. So, ach, Mensch. Ich weiß es doch auch nicht. Die Venus von Milo. Was ist los? Domepedia, die Venus von Milo, auch Aphrodite von Melos, eine halbnackte Statue der Göttin Aphrodite, ist neben der Nike von Samothrake eines der bekanntesten Beispiele der hellenistischen Kunst. Sie entstand um 100 vor Christus und wurde am 8. April 1820 von einem Bauern auf der Insel Milos entdeckt. Domme, was ist los mit dir? Ist dir die Schokolade zu Kopf gestiegen? Nein, das war meine normale Dosis. Hast du einen Notarzt? Nein, es ist alles gut, aber ich habe mich letztens auf die Fernbedienung gesetzt und da lief dann auf einmal Bildungsfernsehen, irgend so ein Kunstkram. Und mein Gehirn, das hat das scheinbar aufgesogen wie so ein Schwamm. Thomas, da musst du vorsichtig sein, das ist echt gefährlich für dich. Das arme Kind, das hätte bei Domme echt ins Auge gehen können. Gut, dass die nichts über Serienmörder und Politik und Schlimmeres gesehen hat. Die Venus von Kilo, das ist echt super. Ich meine, ich komplett in Schokolade, ein Traum wird wahr. Aber wie machen wir das denn? Du, das ist ganz einfach. Da kann man so Gipsbinden kaufen und dann machen wir einen Gipsabdruck von dir. Und den füllen wir mit Schokolade. Und ich kenne da auch einen ganz tollen Laden, wo wir hingehen können und wo wir das bekommen. Das ist echt super. Ja, das machen wir.
Gib mir fünf. Ja. Ich habe keine Ahnung, wer diese Venus von Kido ist. Aber scheinbar ist sie dafür bestimmt, mich reich zu machen. Durch immer mehr Gipsschichten nimmt die Domme von Kido Form an. Mit so einem großen Aufwand hat die Schoko-Elfe bei ihrer Planung nicht gerechnet. Doch jetzt gibt es kein Zurück mehr. Du, meine Liebe, jetzt ist das Gesicht dran. Das wurde immer enger und enger unter diesem Gips. Jetzt weiß ich, wie sich so eine arme Schokofigur fühlen muss, bevor ich sie auspacke und befreie. So, jetzt sind wir fertig. Also, fertig? Ja, jetzt braucht das nur noch aushärten. Wie aushärten? Wie lange denn? 6 bis 8 Stunden. 6 bis 8 Stunden? Ja, natürlich. Oh, nee, ich brauch Schokofilzeit. Schoki, meinst du, hast eins verdient? Ja. Ja, komm, nach der Tortur hast du auch eins verdient. So, hier. Bitteschön. Du bist ja witzig. Wie soll ich das denn jetzt machen? Das geht nicht. Komm doch nicht dran. Ach, kommst du nicht dran? Nein. Mann, du bist gemein. Ja, komm, das war jetzt gemein. Okay, hast du recht. Aber komm hier, dann komm hier. Ja. Das mit der Schoki, das konnte ich mir echt nicht verkneifen. Aber das sah auch echt lustig aus. Mmh, lecker. Mmh. Mmh. Da kommst du dran, ne? Bitteschön. Das ist die Folie ganz. Danke. Das ist gut. Das kann ich kaum. Na toll, musst du lutschen. Danach musste ich 3-mal duschen. Echt eklig, das Zeug. Aber es hat sich gelohnt. Ja, okay. So, Schokolade ist geschmolzen. Ja, super. Und wie kriegen wir die jetzt hier rein? Mit dem Trichter, ganz einfach. Mit dem Trichter. So, pass auf. Ohne Tante Marianne wäre die schokoladige Naschmaus völlig aufgeschmissen. Für die große Figur wird eine Menge Schokolade benötigt. Da wird der ein oder andere kleine Liter in Dommes Mund bestimmt nicht auffallen. Ach, das ist doch jetzt die... Also weißt du was? Es kann doch nicht wahr sein. In dir ist schon genug Schokolade. Die Figur soll gefüllt werden. Tickst du noch richtig, oder was? Ach, Menno. Mein Gott, du bist so verfressen. Ist die irre? Das soll in die Figur und nicht in ihre. Die säuft den Topf in 0,nix leer. So, fertig. Ja, jetzt sind wir fertig. Jetzt muss die nur noch aushärten. Aushärten? Wie lange denn? Ja, das wird schon eine Zeit dauern. Und wie kriegen wir die jetzt transportiert? Ich meine, boah, die ist schon ganz schön schwer. Also mit dem Bollerwagen kriegen wir das nicht hin. Weißt du, was ich mache? Ich rufe mal den Onkel Norbert an. Endlich kommt Tante Marianne mit dem Transporter. Ich kann schon gar nicht erwarten, mit der Figur endlich an der Fabrik anzukommen. Hi, Domme. Das ist aber ein großer Transporter, den Onkel Norbert da organisiert hat. Der reicht ja locker für die dicke Figur. Ja, der reicht für beide dicke Figuren. Komm, wir bringen sie ins Auto, komm. Hey, so, auf geht's. So. Müssen wir die jetzt nicht auch irgendwie sichern? Ach Quatsch, die ist schwer genug. Die hält. Komm, ab einsteigen. Komm, zack. Tür zu. Endlich kann es losgehen. Doch Domme hat plötzlich andere Pläne. So, Domme. Domme? Plötzlich war Domme weg. Wie vom Erdboden verschwunden. So ein Funzweib kann sich doch nicht in Luft auflösen. Meine Güte, nee, dieses Weib. Hier wohl nicht wahr sein. Was machst du denn hier? Ich bleib bei meiner Figur. Ich kann die ja nicht alleine lassen. Da passiert nichts mit. Die ist doch so schwer. Wenn die kaputt geht, dann ist meine ganze Karriere hinüber. Das geht nicht. Domme, das ist verboten. Du darfst hier hinten nicht drin sitzen. Also entweder fahren wir beide hier hinten oder keiner von uns. Weißt du was? Mach, was du willst. Machst du eh immer. Da kann Tante Marianne sich auf den Kopf stellen. Ich lasse meine Figur nicht alleine. Marianne hat keine Lust auf Diskussionen und Domme hat es sich im Laderaum mit ihrem Schokoklotz gemütlich gemacht. Oh, meine Venus, hier passiert nichts. Ich passe schon auf dich auf.
Oh. Ich liebe dich. Oh, du bist ja sogar lecker. Mm. Mensch, Domme, was machst denn du da hinten? Ey! Während der Fahrt habe ich hinten so ein Gestöhne gehört. Ich dachte schon, die Domme wäre umgefallen, hätte sich vielleicht verletzt. Die Fleischwarenfachverkäuferin ist froh, wenn Domme endlich ihre Schokofigur in der Schokofabrik präsentiert hat. Doch der nächste Schock steht schon bevor. Um Gottes Willen, was machst du denn da? Warum sind wir schon da? Nix, wir sind schon da. Du hast die Figur kaputt gemacht. Quatsch, die ist doch nicht kaputt. Sie wollte es doch auch. Sie wollte es auch. Du hast einen Knall. Die wolltest du doch gleich jemandem präsentieren. Das kann ich doch noch. Da ist doch nichts. Da ist doch nichts. Natürlich ist da was. Da ist ein Loch drin. Das müssen wir jetzt reparieren. Schokolade raus. Ich hab keine. Du hast immer welche. Raus damit. Taschen leer machen. Los. Hier. Ja, super. Passt doch. Jetzt lass uns die mal hier rüberziehen. So. Weißt du was? Das versuchen wir jetzt mal so ein bisschen. Mach sie nicht kaputt. Ich. Zum Glück hat Marianne immer ein kreatives Ass im Ärmel und versucht den Schaden so gut wie möglich mit Schokosoße auszugleichen. Wie siehst du überhaupt aus? Wie so ein kleines Kind. Komm mal her, ich mach dir mal den Mund sauber. Nee. Meine Güte, nee. Muss das sein? Ist doch furchtbar. Und weißt du was, meine Liebe? Jetzt setzt du dich dahin. Sofort. Setz dich dahin. Wenn es denn sein muss. Wenn es denn muss bei dir sein. Und lässt die Figur in Ruhe. Hast du mich verstanden? Ja. Hier hast du einen Schokiriegel. Und da beschäftigst du dich jetzt mit. Und dann können wir in Ruhe weiterfahren. Hier, putz dir den Rest aus dem Gesicht. Bis gleich. Schokoriegel, die sind ja schon toll. Aber im Gegensatz zu meiner tollen Figur, echt ein mieser Ersatz. 5 Minuten später sind Marianne und Domme endlich am Ziel angekommen. Doch hat auch die Schokofigur den Transport überstanden? Marianne bleibt skeptisch. Oh. Und? Konntest du dich beherrschen? Ist sie noch heile? Ja, ging gerade so. Ja, dann komm, dann lass sie uns reintragen. Jetzt kommt's drauf an. Ich bin mir sicher, die Pressetante wird ausflippen, wenn sie die Figur sieht. So, das ist meine Figur. Guten Tag, ich bin die Tante Marianne. Angenehm. Das ist die Venus von Kilo. Das sind Sie. Ja, aus genau. Schokolade. Und hat sie jetzt einen Job? 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 Ja. Ich hatte nur gesagt, mit einer guten Idee könne sie wiederkommen. Gefällt sie Ihnen denn nicht? Doch, fast Kunst. Also ich meine, Sie haben ja eine Schokofigur und eine haben Sie jetzt mitgebracht. Was ich Ihnen anbieten könnte, wenn Sie hier schon mit so einem Kunstwerk kommen, dass Sie mir die Figur da lassen, ich das bei uns in die Produktion gebe, wir die vielleicht so en Miniatur nachmachen. Und Sie bekommen dann die ersten 100 Exemplare. Das ist ja der Hammer. Meine Figur geht tatsächlich in Serie. Bald wird die Welt voller kleiner Schokodommes sein. Sie wollen die wirklich produzieren? Und die heißt dann aber auch wirklich Venus von Kilo, ja? Können wir so machen. Ja. Ja. Dann lassen wir das Schätzchen jetzt hier. Oh, vielen, vielen Dank. Oh Gott. Oh. Dankeschön. Gerne. Dankeschön. Gerne.